Moin Freunde, was geht ab? Heute mit dem ersten Gameplay-Video für euch und das wird in Zukunft öfters kommen. Also ich werde jetzt mehr Let's Play, Gameplay-Videos machen, wie auch immer. Haben sich auch einige Zuschauer gewünscht. Deshalb ja, mache ich das auch. Und los geht's mit Onyxia. Ich werde heute einen neuen Build testen und zwar Backstab Rogue, Backstab Kampf Rogue. Ich bin mal gespannt, wie der abgeht. Ja, Gear. Ich habe jetzt die Klinge endlich bekommen, die ich dafür gebraucht habe. Ja, ansonsten Gear-technisch braucht ihr für die Backstab-Skillung 4 Set-Bonis vom drakonischen Set. Und hier wäre optimal 5. Aber 3 ist auch okay. Und genau, die Skillung schaut folgendermaßen aus. Also ich habe wirklich komplett runtergeskillt, auch mit Adrenalinrausch. Also ich bin mal einfach gespannt, wie es abgeht. Wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt so. Also 15, 31, 5 Skillung. Wie gesagt, für mich das erste Mal, ich bin gespannt. Ich habe gesehen, dass auch einige Spieler auch so spielen tatsächlich, also auch einige Pro-Spieler. Wie gesagt, das erste Mal in Season of Discovery, dass ich mit Adrenalinrausch spiele. Von dem her bin ich gespannt. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ist eine Packgruppe. Mit World Buffs werde ich nicht spielen. Ich werde meine ganz normalen Consumables halt nehmen. Und ja, einfach mal einen Vergleich einstellen zu Mutilate und zu anderen Skillungen. Also ich habe davor Säbelschlitzer gespielt. Wie ich finde, auch eine geile Skillung, aber Backstab scheint stärker zu sein. Ich will mich jetzt mal überraschen lassen. Ich hoffe wirklich, dass sie so stark ist, wie alle sagen. Von dem her, abwarten, bis die Gruppe hier ist und dann geht's los. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu den Runen. Also das sind die Runen, mit denen ich spiele. Fokussierte Angriffe. Und das andere ist ja klar, wenn ihr jetzt Backstab spielt, müsst ihr halt die zwei Sachen nehmen mit Envenom und genau. Wichtig ist zu wissen, wenn ein Druide dabei ist, lässt ihr natürlich die Mainhand offen für Windfury. Und das belegt ihr mit Okkultengift. Ist ganz wichtig. Wenn kein Dudu dabei ist, also wenn ihr kein Windfury habt, dann macht ihr das so, dass ihr auf die schnelle Waffe hier macht ihr sofort wirkendes Gift und auf die langsame macht ihr das okkulte Gift. Weil wie gesagt, der Hauptschaden kommt von Backstab und ja, und von euren ganz normalen automatischen Angriffen. So, let's go, Party People! Digga, das eskaliert komplett die Skillung. Was geht eigentlich ab, ey? Gut, jetzt zeige ich Adrenalinrausch an. Mal schauen, wie es jetzt gleich weitergeht. Also, jetzt ganz natürlich ohne World Buffs. Ich würde es gerne nochmal mit World Buffs testen, ehrlich gesagt. Aber geht schon gut ab, finde ich. Geht echt verdammt gut ab. Muss man einfach sagen. Tot, tot, tot. Erster Try, Wipe. Läuft. Naja, mir kann es egal sein. Ich brauche hier eh nichts. Das ist für mich eigentlich nur Test, das Skillung. Also eine Tasche brauche ich noch. Die habe ich auch auf SR. Aber die Skillung geht ab, muss ich zugeben, ja. Macht echt Bock. Und macht eine Menge Schaden. Wie gesagt, das ist ohne World Buffs das Ganze. So, Phase 2. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt diesmal besser läuft. Das war richtig knapp jetzt. Ja, da standen alle zu nah aneinander. Deshalb ein bisschen auseinander gehen. Vor allem, wenn ihr wenig Leben habt. Sucht lieber einfach einen sicheren Ort. Und dann könnt ihr wieder drauf gehen.
So, jetzt beginnt ihr gleich Phase 3. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen mit dem Damage, dass ihr keine Aggro zieht. Und jetzt kommt er runter, Phase 3 beginnt. Jetzt wäre es natürlich optimal, wenn der Tank ihn direkt nimmt. Ja, hier ist zum Beispiel der Erste, der Aggro gezogen hat und gleich gestorben ist. Das ist genau das, was so viele einfach nicht verstehen. Der Nächste, der Aggro hat. Können einfach nicht warten, das ist das Problem. Jetzt hat ihn der Tank. Jo, sehr knapp. War sehr knapp, ja. Glück gehabt. Und jetzt hoffen wir, dass wir Glück haben beim Würfeln. So, ich habe mir 66 gewürfelt, November eine 80. Ich bin der Zweithöchste, also habe ich einen gewonnen. Sehr gut. Läuft bei mir. Also hat sich gelohnt. Und ja, der Test war auch gut. Also Backstep geht echt gut ab. Ich denke mal bei anderen Bossen ist es dann noch deutlicher und ich habe ja auch zwischendurch Damage Stop gemacht einfach. Hier, wie gesagt, Phase 2 verliert mal sehr viel DPS bei Oni als Melee-Klasse. Von dem her, ich denke, in BWL wird die Skillung gut rocken. So, ihr lieben Schurken, schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr oder welche Skillung ihr am liebsten spielt und welche ihr persönlich am besten findet in Sachen DPS und überhaupt. Ich muss zugeben, Backstep hat mich sehr positiv überrascht. Ihr benötigt aber dafür auch das Gear, sonst funktioniert die Skillung überhaupt nicht. Da macht ihr einfach zu wenig Schaden und da ist dann Mutilate deutlich besser. Also, an alle Schurken, ab in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video.